So, nun testen wir noch hier Xerox-Drucker. Die sind auch noch nicht fertig, die Entwickler. Software Verification Test. Ich meine, was ist denn das hier? Sieht doch kacke aus. Also es ist wirklich so in diesem Xerox-Apple-Zeitalter, was man anfasst in Software, es ist irgendwie krückenhaft, man stellt es alles sauber ein. Ich meine, mach doch mal eine Software, mach doch mal irgendwas fertig, Entwickler. Immer dieses Halbfertige, mach doch irgendwann was fertig und dass es stabil läuft. Ist es so schwierig heutzutage, was man anfasst an Software, überall ballern einem die Fehler um die Ohren. Es ist Katastrophe heutzutage. Sparkle Pro wieder durchgetestet. Nee, mir, es geht immer noch nicht. Also die Striche sitzen schief, die Animationen gehen nicht mehr mit gruppierten Objekten. Warum ist der ausgegraut und der nicht? Also ist das einheitlich oder nicht? Damit man weiß, ja, wo ist denn vorwärts und wo ist rückwärts? Also man kann es ja so oder so drehen. Das neueste Bild immer als erstes oder das älteste Bild als erstes. Dann muss man auch wissen, wo ist jetzt Vorblättern und wo ist Zurückblättern. Dann ist es doch okay so. Dann ist das ausgegraut. Dann weiß man, okay, das ist Vorblättern. Ne? Also dann macht es doch wenigstens unten genauso. Geht auch nicht. So, das sieht eine Mail aus, so wenn ich es mit Max Bulk E-Mailer verschicke. Sieht scheiße aus in Mail, wenn die Mail ankommt. In Max Bulk wird das importierte Webpage wird auch mit Fehlern dargestellt, aber wenigstens erscheinen da mehr Bilder. Und dann, wenn die Mail ankommt, sieht das so aus, sieht auch scheiße aus. Error in Document, werdet ihr mal fertig mit euren CSS hier für IE7, IE8 und sonstige Webbrowser, die werden auch nicht fertig, die Webentwickler. Das ist Direct Mail mit Sparkle Pro 403. Eine Webpage importieren, schneidet mir alles ab. Ne? Macht doch irgendwann was fertig, dass es funktioniert, aber nicht so eine Kacke.